Leute, ihr verbringt heute die Nacht mit mir. Und zwar in dieser Minischlafkapsel. Angeblich hat man hier mehr Privatsphäre und damit mehr Komfort und das Ganze für super günstige Preise. Hat man das gehört? Echt? Alles? Wird das hier in der Kapsel eine Horrornacht mit Sargfeeling? Und wäre es vielleicht im normalen Hostel doch besser? Um ein Kapselhotel zu testen, müssen wir nach Karlsruhe. Das Hotel mit Selbstcheck-in liegt super zentral in der Innenstadt. Wir sind jetzt alle eingecheckt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Das Hotel hat 42 Betten, die Nacht kostet 25 Euro. Der Preis variiert aber je nach Nachfrage. Das ist richtig groß. Also von außen sieht es richtig unscheinbar aus und ist alles so gedrängt unten. Ich dachte, es wird richtig eng, also richtig schmal, aber eigentlich sehr einladend. Ach du Scheiße. Was ist das? Da drin schlafen wir. Also das wirkt gerade, als wäre ich im Labor von irgendeinem Sci-Fi-Professor gelandet. Wie es in so einer Kapsel aussieht, seht ihr gleich. Um nämlich besser vergleichen zu können, ob so eine Kapsel wirklich eine echte Alternative ist, geht's für mich noch mal eine Nacht in ein ganz normales Hostel in München. Wie oft war ich schon in Hostels? Also mit Freundesgruppen relativ oft, aber alleine noch gar nie. Ich werde hier eine Nacht alleine in einem gemischten 8-Bett-Zimmer verbringen. Ist das die Rezeption? Nein, ist eine Bar. Am Ende wollen wir Hostel und Kapselhotel nach drei Kriterien vergleichen. Preis, Komfort und Social Experience. Beide Unterkünfte haben auf Google übrigens circa eine 3-Sterne-Bewertung. Das Schlaferlebnis ist also anscheinend sehr unterschiedlich ausgefallen. Okay, mein Zimmer, hier riecht's nicht gut. Erster Eindruck, Geruchstest nicht bestanden. So. Okay, sorry Leute, aber es riecht gar nicht gut hier drin. Oh. Es riecht nach einer Mischung aus Schweiß und einer Woche ohne Lüften. Ach ja, unser Bad. Ach, das ist ja aber mal geil. Wir haben ein eigenes Badezimmer. Eigentlich ganz nett. Ich meine, es ist modern. Es ist, soweit ich sehen kann, auch sauber. Okay, dann beziehe ich jetzt mal mein kleines Reich, Leute. Ich habe für eine Nacht im gemischten 8-Bett-Zimmer 15 Euro gezahlt. Bett beziehen muss ich selbst. Tada! Willkommen in meinem Hostelreich. Okay, also was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, bevor ich das Zimmer verlasse, ist, ich weiß ja gar nicht, wenn ich nachher wieder zurückkomme, wer da dann jetzt gleich im Raum ist oder wie viele Personen das sind. Ich hoffe, es ist so eine süße Girls-Gang, Hostel-Girl-Gang, das hoffe ich gerade. Im Kapselhotel in Karlsruhe starte ich jetzt meinen Komfortcheck. Es ist halt nicht so, es sieht nicht so kuschelig aus. Es sieht sehr clean alles aus. Dafür sind die Betten schon bezogen. Jeder hat auch voll luxuriös so einen riesen Spind. Ist schon mal anders als im Hostel. Hier! Ich habe eine oben! Yay! Schon irgendwie geil. Also, was ist das? Es gibt einen Tisch. Huch. Okay, man hat einen Tisch. Ich fühle mich gerade echt wie so ein, wie so eine Barbie oder so in so einer Plastikwelt. Sleep-Modus, Schlafmodus. Achso. Ich hatte gerade Stromausfall. Leute, ich hab's hier. Tada! Alles wieder gut. Ich hab's herausgefunden. Ich fühle mich gerade echt wie so ein Kind, das an so einem Display rumspielt. Die Kapseln sind 1,30 Meter breit und 2 Meter lang. Hier gibt es nur Einzelkapseln. In anderen Hotels kann man aber auch Doppelkapseln buchen.
Neben dem Hotel in Karlsruhe gibt es in Deutschland noch weitere Kapsel- oder auch Mini-Hotels in Berlin, Hamburg und auf Rügen. Insgesamt ist aber diese Hotelart in Deutschland und Europa bisher relativ selten. Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich mich, wenn ich da jetzt auch noch dran rumspiele, dass ich hier gleich eingesperrt bin im Dunkeln und gar nichts mehr geht. Aber ich meine, das Team ist ja da. Also wir haben hier die Temperatur, es hat 24 Grad. Wir haben eine Uhr, die stimmt aber nicht. Luftauslass, Leute, das überfordert mich. Was ist das hier alles? Das ist eine Klimaanlage. Das erste Kapselhotel wurde 1979 in Japan eröffnet. Der Grund? Platzmangel. Die Zielgruppe waren damals vor allem Geschäftsleute. In Asien sind diese Art von Hotels mittlerweile gut verbreitet. Konkrete Zahlen gibt es aber nicht. Es ist überhaupt nicht stickig hier drin und es muffelt auch nicht. Es riecht sehr neutral, würde ich sagen. Ich habe einen Feuerlöscher, Freunde. Moment, ich habe hier drin einen Feuerlöscher. Wenn ihr öfter sehen wollt, wie die anderen Hosts und ich neue Orte und Schlafplätze entdecken, so wie den hier, dann lasst uns doch ein Abo da. Zurück in München. Ich hoffe, dass ich gleich herausfinde, wer mit mir im Zimmer schläft. Ich habe mich für den Selbstversuch bewusst gegen einen Frauenschlafsaal entschieden. So gemischt, auch komplett mit fremden Männern, ist schon weird, das gebe ich zu. Also ich bin wirklich immer noch komplett gespannt, wer nachher meine Mitbewohner sind oder MitbewohnerInnen. Ah, hi! Inzwischen scheinen 5 der 8 Betten belegt zu sein. Meine Zimmernachbarin will nicht in der Reportage zu sehen sein, aber sie ist okay damit, dass wir ihre Stimme hören. First night I couldn't sleep because it was nasty. I just couldn't sleep because it was like the smoking and this guy and everything. The next night he was snoring and he was listening to his music. I couldn't sleep. That just sounds like the nightmare hostel experience, yes, that I hope not to have. Okay, das könnte also echt eine Horrornacht werden. Yeah, we're in this together. Yes. Yes. Mein einzig großer Triggerpunkt nachts ist wirklich, wenn Leute extrem schnarchen. Ich kann Oropax drin haben, ich kann Musik hören, es geht einfach nicht. Wirklich, Schnarchen ist so Endgegner bei mir. Meine Mitbewohnerin hat morgen eine Prüfung und will deswegen früh schlafen. Ich hole mir deswegen allein was zu essen. Ich habe aber jetzt einen anderen Zimmergenossen auch schon mal kennengelernt. Und der ist voll nett, also der hat jetzt nicht viel geredet. Das ist ein etwas älterer Mann. Und er hat dann richtig lieb, er hat so Kekse geöffnet und hat mir einfach einen Keks angeboten. Also richtig lieb. Nice. Vor allem in der Lobby kann man auf jeden Fall Leute kennenlernen, wenn man das möchte. Ob das im Kapselhotel auch so einfach geht? Ich mache mich ins Bett fertig. Und Leute, hier hat einfach jemand seine Unterhose aufgehört. Oder vielleicht vergessen. Ich weiß es nicht, aber ja, okay. Ich gehe schlafen, beziehungsweise versuche es zumindest. Okay. Zurück in meiner Kapsel. Wir müssen dringend noch ein paar Sachen drehen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier sehr rücksichtsvoll sind und ihre Privatsphäre auf jeden Fall schätzen. Hi Leute, ich übernachte heute an einem Ort, wo ich noch nie vorher war. Könnt ihr erraten, wo ich bin? Ich bin hier in meiner Kapsel. Also es ist quasi, als wäre keine Tür dazwischen. Also wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen hier noch beim Drehen, dass wir hier nicht alle weg. Ob man bei den dünnen Wänden hier wirklich ungestört schlafen kann? Mein Team und ich sind durch für heute und wir machen uns bettfertig. Hier hat auch jemand seine Unterhose wieder hingehängt. Das war im Hostel genauso. Warum machen das Menschen? Ich dachte so, irgendwie, man kann da dann jetzt so noch quatschen oder Musik hören. Also man ist wie in seinem eigenen kleinen Raum, aber eigentlich
ist es wie im Hostel. Man muss halt flüstern und leise sein. Und wenn nicht, dann nervt man die anderen. Oh, jetzt blockieren wir gerade die Waschbecken. Entschuldigung. Der Schlafsaal und das Bad sind übrigens auch gemischt. Und hier treffe ich auch endlich auf einen Mitbewohner, und zwar auf Paul. Bist du die erste Nacht heute hier? Nee, die zweite Woche. Ach, die zweite Woche? Wow. Also du schläfst seit 2 Wochen am Stück hier? Also unter der Woche nicht, aber unter der Woche ja. Wie kommst du dazu? Ich suche eine Wohnung, ich will keine. Oh nein. Okay. Und wie ist es so? Hier so für Rainbow-Fest geschlafen? Okay. Nicht geil, aber okay. Mhm. Krass. Wenn man so lange hier schlafen muss, ist es hoffentlich wenigstens bequem. Auf ins Bettchen. Ich freue mich so sehr, ne? Mitten in der Nacht im Hostel in München. Gerade sind noch 2 Personen dazugekommen. Insgesamt sind wir jetzt also zu 7. Ich habe keine Ahnung, wer da gekommen ist, und ich kriege kein Auge zu. Guten Morgen. Wir haben jetzt 7:27 Uhr. Ich habe vielleicht insgesamt 2 Stunden geschlafen. Aber ich dachte zwischenzeitlich auch nachts irgendwie, wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt noch schlafen werde. Es war ein Schnarchorchester. Erst ganz sanft und dann irgendwann ist eine Person mit dem Schnarchen richtig ausgerastet. Wilde Nacht, aber ein finales Fazit will ich erst nach meiner Nacht in der Kapsel verraten. Es war eine sehr erholsame, kuschelige Nacht. Also wirklich. Aber ich war immer mal wieder zwischendrin wach, weil es auch manchmal hier so laute Knalle gab oder so ein lautes Piepsen oder so. Also es war echt gemütlich, Leute. Und voll der Luxus im Vergleich zum Hostel. Könnt ihr euch eigentlich auch vorstellen, in so einer Kapsel zu übernachten? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Okay, Leute, ich habe mir ja die Frage gestellt, lohnt sich dieses Kapselhotel hier im Vergleich zu einem herkömmlichen Hostelzimmer? Und ich muss sagen, für mich ist die Antwort ganz klar ja. Der Preis war im Kapselhotel und im Hostel echt gut. Im Hostel habe ich 15 Euro gezahlt, im Kapselhotel waren es mit 25 Euro etwas mehr. Dafür hatte ich hier mehr Privatsphäre. Thema Komfort. Da hat für mich die Kapsel eindeutig gewonnen. Weil ich gestern die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich einfach super cool in meiner Kapsel zurückziehen konnte. Ich habe niemanden schnarchen gehört. Und ich habe einfach im Vergleich zum Hostel hier sehr, 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 sehr gut geschlafen. Die Social Experience. Ich habe an beiden Abenden eher oberflächlich Leute kennengelernt. Aber das Ganze ist natürlich auch sehr subjektiv. Und ich finde, es kommt drauf an, was man sucht. Deshalb, wenn ihr eher mit Leuten connecten wollt, dann würde ich trotzdem das Hostel empfehlen. Aber wer weiß, vielleicht wird das nicht meine letzte Nacht in so einer Kapsel gewesen sein. Wenn ihr regelmäßig die Puls-Reportage sehen wollt, dann lasst uns doch hier ein Abo da. Hier könnt ihr Nadines Campingabenteuer auschecken, und hier hat Meini sich durch Wohnungstausch einen Trip nach Bologna geklärt.